Und jetzt freue ich mich auf unseren heutigen Studiogast Raoul Krauthausen. Raoul Krauthausen ist der bekannteste Aktivist für die Rechte von Menschen mit Behinderung in Deutschland. Seine Themen: Inklusion und Barrierefreiheit. Für seine eigene Person heißt das: Ich möchte, dass meine Sachen zählen, die ich tue, und möchte, dass sie sich genauso messen lassen mit anderen und nicht mehr und nicht weniger. Nicht seine Krankheit soll im Vordergrund stehen, sondern all sein Talent, seine Ideen und seine Leistung. Eine Wahrnehmung als ganz normal ist für den 42-Jährigen der Idealzustand. Geboren wird er 1980 in Lima, Peru. Als er ein Jahr alt ist, zieht seine Familie nach Berlin. Inklusiver Kindergarten, inklusive Schule sind wichtige Erfahrungen und der beste Start in seine Karriere. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Kinder mit Behinderung an einer Regelschule bessere Schulabschlüsse und bessere Noten schreiben, als wenn sie an einer Förderschule unterrichtet worden wären. Er studiert Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation in Berlin, ist ausgebildeter Telefonseelsorger und gründet 2003 den Verein Sozialhelden, eine Art Denkfabrik für soziale Projekte. 2010 startet er unter anderem das Projekt Wheelmap. In dieser App können weltweit Nutzer vor Ort die Rollstuhltauglichkeit prüfen und eintragen. Mittlerweile gibt es auch eine App mit Namen Broken Lift, in der man sich über ausgefallene Fahrstühle im Berliner Nahverkehr informieren kann. Der rein praktische Nutzen für Menschen mit Behinderung ist aber nur ein Teil seiner Arbeit. Mit seinen Auftritten, Aktionen und seinem Engagement kämpft er für sich und für andere Menschen mit Behinderung für mehr Sichtbarkeit und Selbstbestimmung. Dafür wurde er mehrfach mit Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz. 2014 ist seine Autobiografie erschienen. Der Titel »Dachdecker wollte ich eh nicht werden« lässt vermuten, dass Raoul Krauthausen ein Mensch mit viel Humor ist. Und das stellt er immer wieder unter Beweis. In seinem neuen Buch dreht es sich nicht um ihn, sondern um das wichtigste Thema von Raoul Krauthausen, um Inklusion. Oh, ich sag doch mal herzlich willkommen bei uns im Studio. Hallo Raoul Krauthausen, hallo. Schön, dass Sie da sind. Ich habe das Buch sehr, sehr interessiert gelesen und da werden natürlich gleich mal so die entscheidenden Begriffe erklärt. Und ich glaube, das ist mal ganz wichtig, dass wir das mal machen, dass man auch mal zum Beispiel über den Begriff Inklusion gesprochen hat, den ja nicht alle unbedingt richtig verstehen. Wie definieren Sie ihn? Also vereinfacht gesagt ist Inklusion die Annahme und die Bewältigung von menschlicher Vielfalt, die uns alle mit einschließt. Also auch Menschen mit Behinderung müssen natürlich lernen und begreifen, dass es nicht behinderte Menschen gibt, aber vor allem andersrum, ne, dass nicht behinderte Menschen lernen und begreifen müssen, dass behinderte Menschen die gleichen Rechte haben wie nicht behinderte Menschen auch. Und im Unterschied zur Integration bedeutet Inklusion, dass es keine Mehrheiten und keine Minderheiten gibt, sondern wir alle Individuen sind. Ja. Und bei der Integration wird eher gesagt, dass die Mehrheitsgesellschaft ein bisschen Platz macht für eine kleine Minderheit und dann aber dieses Machtgefälle bestehen bleibt. Also nach dem Motto, ihr seid anders, aber könnt trotzdem mitmachen. Genau, und wir seid bitte dankbar dafür, dass wir euch Platz gemacht haben. Und deswegen ist Inklusion ein Schritt weiter, die sagt, wir sind alle Minderheiten oder eben alle Mehrheiten. Ja. Und da gibt es dann quasi die Unterteilung zwischen oben und unten nicht mehr. Auch sehr interessant mit einer Grafik beschrieben in diesem Buch, das ich Ihnen noch mal zeige, liebe Zuschauer, weil möglicherweise ist es schon bald auf dem Weg zu Ihnen nach Hause. Weil wenn Sie mit Ihrer Frage an Raoul Krauthausen zu uns ins Studio gestellt werden, dann bekommen Sie ein Exemplar. Ein weiterer Begriff, das thematisieren Sie selber auch im Buch, ist der Begriff Behinderung. Viele Nichtbehinderte sind ein bisschen unsicher, darf man das überhaupt sagen? Das sehen Sie da relativ klar. Also die Behindertenbewegung allgemein, kann man sagen, sieht relativ klar, dass das Wort Behinderung nicht das Problem ist, sondern eher die Angst davor. Viele Menschen meiden dieses Wort, indem sie sagen, Handicap, andersbegabt, herausgefordert, beeinträchtigt. Aber das sind ja alles, sagen wir mal, Euphemismen, die eigentlich verhindern, dass wir uns darüber Gedanken machen, was eigentlich wirklich Tatsache ist. Und ja, ich habe eine Behinderung. Aber vor allem werde ich auch sehr häufig behindert, zum Beispiel durch defekte Aufzüge oder gar keine Aufzüge, dass ich quasi am Leben teilhaben kann. Auf dem Weg hierher war es kein Problem, weil das Studio war im Erdgeschoss. Wenn das Studio jetzt im vierten Stock gewesen wäre ohne Aufzug, dann wäre ich behindert worden, anstatt dass ich behindert bin.
Wie war ansonsten der Weg bisher heute aus nach Leipzig? Sie sind aus Berlin, glaube ich, gekommen, oder? Ich bin jetzt aus Berlin gekommen mit der Deutschen Bahn und dann mit der S-Bahn. Das war relativ problemlos. Ja. Okay. Man muss gut vorplanen. Ach, mehr als nichtbehinderte Menschen? Oder? Auf jeden Fall. Bei der Deutschen Bahn muss man ja die Fahrten vorher anmelden. Am besten mindestens 24 Stunden vorher, damit man diese Einstiegshilfe bekommt. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt spontan da gewesen wäre, dann hätte es sein können, dass man mich nicht mitgenommen hätte. Ist Ihnen das schon mal passiert? Das ist mir schon mal passiert, aber im Sinne von, dass man mich vergessen hat. Oh. Vom Bahnpersonal. Und dann wollte ich am Düsseldorfer Flughafen raus und musste dann bis Düsseldorf Hauptbahnhof und habe dadurch meinen Vortrag verpasst. Oh, okay, alles klar. Also, da können Sie sicherlich noch viele, viele Geschichten erzählen zum Thema Barrierefreiheit bei der Bahn. Das ist natürlich so ein Fass ohne Boden, wie in vielen anderen Bereichen auch. Ja, Bahnbashing ist immer einfach, ne? Aber ist immer einfach, ja. Da gibt es auch noch andere Bereiche, die vielleicht nicht so gut laufen. Aber anderer Begriff, den ich unbedingt noch erklären muss, weil er auch recht wichtig ist, ist Ableismus. Habe ich ganz ehrlich heute zum allerersten Mal gehört. Das ist vielleicht auch schon ein Zeichen. Ja, Ableismus meint im Prinzip das Gleiche wie Rassismus oder Sexismus, bezieht sich aber eben auf das Thema Behinderung. Man kann es vereinfacht übersetzen mit Behindertenfeindlichkeit, meint aber mehr. Mhm. Also Behindertenfeindlichkeit ist ja oft so ein aktiver Akt. Also ich bin feindlich einem Menschen mit Behinderung gegenüber. Aber es gibt auch strukturelle Diskriminierungen, wie zum Beispiel, dass man verpflichtet ist, bei der Deutschen Bahn sich vorher anzumelden, was kein anderer sonst tun muss, aber behinderte Menschen ja. Und das ist eine strukturelle, sagen wir mal, Diskriminierung behinderter Menschen und die gehört auch zu Ableismus dazu. Und das heißt, alles zusammen ist quasi Ableismus. Ja, also wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, Mensch, das ist ja aber super, wie mobil Sie sind da mit Ihrem Rollstuhl und so weiter. Das hätte ich ja nicht gedacht. Das ist auch schon ein Ableismus, das oder? Das ist dann eigentlich auch schon fast positive Diskriminierung, ja. Weil ich das ja zu einem Fußgänger so auch nicht sagen würde. Mhm. Also es ist ja toll, wie du mit deinen weißen Schuhen von A nach B kommst. Ja. Ist irgendwie so, ja, relativ klar. Also ich hebe ein vermeintliches Defizit hervor. Ob ich das jetzt als Kompliment oder wohlwollend meine, ist in dem Fall irrelevant. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Genau, und das Thema, über das ich ja halt eben genau spreche, ist Inklusion. Mhm. Und da tut dann letztendlich die Tatsache bei einer Fortbewegung relativ wenig zur Sache, außerdem wir reden über Mobilität. Ja. Ich habe gerade jetzt vor ein paar Tagen, vielleicht ging es Ihnen ähnlich, liebe Zuschauer, die Nachricht gehört, dass es jetzt in der Sesamstraße auch eine Figur gibt, eine weibliche Figur, die im Rollstuhl sitzt. Und das hat natürlich auch einen Grund, warum das gemacht wird. Wir gucken uns mal einen Beitrag dazu an und sprechen wir drüber. Drehstart für Elin, die neue Mitbewohnerin der Sesamstraße im Rollstuhl. Gleich mehrere Puppenspieler führen die neue Figur durch die Kulissen. Die ist ein selbstbewusstes kleines Mädchen, was neugierig ist, sehr offen für die Welt ist und Probleme mehr als Herausforderung als Problem erkennt. Vielfalt und Toleranz, seit langem Themen auch internationaler Sesamstraßenausgaben, etwa mit einer HIV-positiven Puppe aus Südafrika, die Ex-US-Präsident Bill Clinton symbolträchtig umarmte. In Deutschland bildet Elin ab kommendem Herbst kindgerecht Menschen mit Behinderung ab, immerhin 9,4% der Gesamtbevölkerung. Inklusion ist ja ein wichtiges Thema, auch gerade für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und gerade auch für das Kinderfernsehen, weil die Kinder recht früh dann auch schon mitbekommen, dass Behinderungen und Menschen mit Behinderung etwas ganz Alltägliches sind. Und das ist die Botschaft, die wir in der Sesamstraße aussenden wollen. Mediale Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung, für viele Betroffene nach wie vor viel zu selten. Wir erleben, dass Deutschland da gar nicht so weit vorne ist, was die Repräsentation von vielfältigen Gruppen in den Medien angeht. Das können wir ganz viel lernen aus dem US-amerikanischen Fernsehen oder eben auch in Großbritannien. Elin, die neue Puppe der Sesamstraße, soll ein Schritt sein hin zu mehr Diversität im Kinderfernsehen. Sie haben im Buch auch geschrieben, dass Sie sich, als Sie noch sehr jung waren, so ein bisschen geweigert haben, Ihre Behinderung als Teil Ihrer Identität zu akzeptieren. Hätte das so eine rollstuhlfahrende Puppe in der Sesamstraße vielleicht geändert? Ich glaube, das hätte zumindest, ich weiß nicht, ob es mein Leben jetzt massiv verändert hätte, aber ich glaube, ich hätte es ganz gut gefunden, einfach auch mich in den Medien repräsentiert zu fühlen. Mhm. Ja, also, dass jemand mit Behinderung auch Hobbys und Interessen und Leidenschaften haben kann. In dem Fall ist es ja bei Elin so, dass sie gerne tüftelt und bastelt und ist völlig unabhängig von ihrer Behinderung, ja, in der Hinsicht. Und das zu sehen, dass das sowas gibt, hätte mich, glaube ich, als Kind schon irgendwie motiviert, auch meinen Interessen und Hobbys nachzugehen.
wie Sie es ja gerade gesagt haben, in meiner Biografie war es dann eher so, dass ich es verdrängt habe, meine Behinderung, eben genau, weil ich meine Hobbys verfolgen wollte. Ja. Und meine Eltern oder die Erwachsenen um mich herum immer wollten, dass ich doch mit den anderen Kindern mit Behinderung auch mal spiele, einfach nur, weil sie auch behindert sind. Wo ich dann dachte so, nee, wenn die kein Lego mögen oder sich nicht für Playmobil interessieren, dann sind das für mich keine interessanten Spielkameradinnen. Ja. Gab es dann irgendwann so einen Moment, wo es dann bei Ihnen Klick gemacht hat, wo sich das geändert hat, dieses Bewusstsein? Ja, das hat sich dann später aber erst im Studium geändert, als ich dann gemerkt habe, dass da irgendwie auch eine Seite in mir unbearbeitet ist, im Sinne von, ich kenne relativ wenig Menschen mit Behinderung in meinem Freundeskreis. Ich bin immer der erste Mensch, auf den meine nicht behinderten Freunde treffen, der eine Behinderung hat. Ja. Und wollte dann einfach mal verstehen, wie andere Menschen mit Behinderung das so machen. Hab dann meinen Freundeskreis über einen langen Zeitraum hin erweitert. Kann man jetzt auch nicht planen, ne? Aber es hat sich einfach so ergeben. Und bin sehr dankbar dafür, dass ich dann eben auch von deren Erfahrungen schätzen kann. Und viele von denen sind auch in dem Buch als Expertinnen genannt worden. Ja. Und ich finde es total wichtig, dass wir dann das Thema auch auf mehr Schultern verteilen. Ja. Im Buch wird das auch noch ein bisschen intensiviert, das Thema, also Inklusion im Fernsehen, in der Kultur im Allgemeinen. Nun habe ich schon das Gefühl, dass man sich zumindest bemüht, dass hier und da doch noch mal Leute mit Behinderungen auftauchen. Es gibt in aller Freundschaft, da hat jetzt der Tan Chalar, ein im Rollstuhl sitzender Schauspieler und Comedian, seit längerem eine Rolle. Wie bewerten Sie das? Das finde ich auch sehr wichtig, dass sowas gemacht wird. Ein bisschen kritisch hinterfragen würde ich, warum sind es immer nur rollstuhlfahrende Menschen? Es gibt ja auch noch blinde Menschen, es gibt Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen oder Lernschwierigkeiten. Es gibt Menschen, die gehörlos sind. Da ist ja auch Cassandra Wedel jetzt in einigen Rollen besetzt worden als gehörlose Schauspielerin. Und das ist sicherlich ein guter Anfang. Mhm. Wir dürfen da aber nicht aufhören und stehen bleiben. Kinder und Behinderung und Inklusion, das ist natürlich sowieso ein Thema. Haben Kinder generell einen anderen Umgang damit, würden Sie sagen? Oder einen schwierigeren Umgang? Also Kinder saugen ja alles auf wie ein Schwamm, so an Erfahrungen. Auch finde ich total wichtig, dass Kinder erstmal wertfrei an das Thema Behinderung herangehen. Einfach natürlich neugierig sind und auch Fragen haben, die man auch gerne beantworten kann. Ja. Man muss dann als Elternteil quasi gucken, welche meiner eigenen Ängste übertrage ich irgendwie aufs Kind? Also zum Beispiel mit so Sätzen wie, da guckt man nicht hin oder ich erkläre dir später oder guck mal, der hat bestimmt Schmerzen oder der hat doch ein tolles Auto. Das sind alles merkwürdige Umschreibungen von der Tatsache, dass ich im Rollstuhl sitze. Ja. Ne? Also es ist kein Auto, es ist ein Rollstuhl, das Kind verträgt die Wahrheit. Und ob ich Schmerzen habe oder nicht, das kann niemand wissen. Das ist etwas, was schon auch sehr privat sein kann, das sollte man auch nicht gleich fragen. Ich sage dann den Kindern sehr häufig, guck mal, es gibt große Menschen, es gibt kleine Menschen. Du wirst wahrscheinlich noch größer werden als Kind. Ich nicht, ich bleib so. Und ich finde das aber nicht schlimm, oder? Und dann denken Kinder drüber nach und sagen meistens, nee, ist nicht schlimm. Ja. Ich kenne das selber, die Situation, dass die Kinder, die finden das natürlich erstmal irgendwie, naja, die gucken da halt hin. Und dann ist bei den Erwachsenen oft der Reflex, guck da nicht so hin, das könnte der Person, dem behinderten Menschen, unangenehm sein. Aber vielleicht ist das auch falsch dann, das so zu machen. Ja, also ich sage immer, so ein paar Sekunden gucken ist okay, wenn es so ein Starren wird, das wird dann irgendwann unangenehm. Und ich glaube, was ganz gut funktioniert, ist immer der Satz, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Er gilt für alle Menschen, die wir zum ersten Mal sehen. Genau, die werden auch nicht gern angestarrt, wenn sie mal irgendwas haben oder irgendein komisches, was weiß ich. Okay, das sagten Sie, dieses Bewusstsein, dass das Teil Ihrer Identität ist, das kam erst später. Viel früher kam schon, dass Sie sich auseinandergesetzt haben mit Gesellschaftskritik an sich. Und da schreiben Sie, da war eine Person ganz besonders wichtig für Sie, so Ihr Mentor nennen Sie ihn auch, der leider 2016 verstorbene Roger Willemsen. Den haben Sie schon relativ früh kennengelernt. Wir haben einen Ausschnitt, da waren Sie 17 und waren zu Gast in Willemsens Woche. Das war also im Jahr 1997. Hallo. Guten Abend, Raul. Hallo. Du glaubst, dass es keinen behinderten Fernsehmoderator in Deutschland gibt, weil die Leute abschalten, wenn ein Behinderter auf dem Schirm erscheint. Glaubst du das? Glaubst du, dass in diesem Augenblick die Leute, weil sie dich sehen, abschalten? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass so einfach die Leute, die Vorstellung irgendeiner eine Talkshow oder irgendeiner Sendung, wo ein Moderator gebraucht wird, dass die denken, dass sie höhere Einschaltquoten erzielen, wenn sie den perfekten Menschen darstellen. Das heißt, er sieht schön aus, er ist groß, er kann gut reden.
Und das ist natürlich ein Behinderter nicht. Er sieht nicht unbedingt schön aus, er ist nicht groß. Schön reden kann er vielleicht, aber es kommt ja auch nicht nur darauf an, wie schön er redet, sondern was er sagt. Aber ich würde das so sagen, dass der normale Mensch, so wie wir ihn kennen, ist ja nicht behindert. Und das muss man auch so akzeptieren, weil ich meine, es ist nun mal die Mehrheit. Und wir nehmen nun mal das als normal, was in der Überzahl ist. Das ist so. Also auch mit 17 schon sehr eloquent, muss ich mal sagen. Ja, ein bisschen klugscheiße. Ja, ein bisschen vielleicht. Was haben Sie für Erinnerungen? Was hat sich aus diesen Begegnungen mit Roger Willemsen für eine Beziehung entwickelt? Also man könnte jetzt denken, wir haben uns jeden Tag getroffen. Das war nicht der Fall. Wir haben uns über viele Jahre in regelmäßigen Abständen gesehen, aber auch nicht so oft. Und was mich sehr beeindruckt hat an seiner Person war, dass er sich alles merken konnte, was man ihm erzählt hat. Mhm. Der wusste teilweise, wer damals meine Einzelverhelferinnen waren, mit Namen. Und das war irgendwie, keine Ahnung, 10 Jahre her. Ja. Ja, und das ist schon krass, dass einfach so ein Gehirn. Was waren das für Helferinnen, da muss ich kurz nachfragen? Einzelverhelferinnen, das sind dann pädagogische Unterstützung für Familien, die dann letztendlich, wenn meine Eltern arbeiten waren und ich irgendwie Betreuung brauchte als Kind damals und die Kita schon zu war oder meine Eltern noch gearbeitet haben, dann einfach jemand da war. Ja. Wie sehr konnte Ihnen Roger Willemsen auch so ein bisschen so helfen oder zumindest zur Seite stehen bei Ihrem Werdegang? Ganz witzig, meine Eltern, die wollten immer nicht, dass ich irgendwas mit den Medien mache, weil sie Angst hatten, dass ich instrumentalisiert werden würde von den Medien, vor allem vom Privatfernsehen, wo es sehr viele Anfragen gab damals. Und die einzige Person, die sie geduldet hatten, war quasi Willemsens Woche und Roger Willemsen, weil sie selber Fans waren. Ja. Und irgendwie ergab sich die Gelegenheit, dass wir dann mal zusammengearbeitet haben. Und es hat mich so fasziniert, dass meine Eltern gemerkt haben, okay, der ist davon nicht aufzuhalten, der Raul. Lass uns doch mal gucken, wie wir das gemeinsam gestalten können. Also ich fand auch super, dass allein schon in diesem Ausschnitt, was für ein unverkrampfter Umgang, das hat er mit vielen Themen ja. Also da war er schon wirklich ein absolutes Talent. Das hat immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, ihm dabei zuzugucken, wie er mit Menschen spricht, egal um was es jetzt ging. Ja. Ähnlich auch bei Alfred Biolek, ich glaube auch er hat ihre Wege gekreuzt ab und zu. Wir haben da auch mal einen Ausschnitt aus dem Jahr 1994. Wow. Und zwar war das aber eine Tagung der Interessengemeinschaft Glaskochenkranker und in Weyrut 94. Und auch er hat sich da dieses Themas sehr, sehr gefühlvoll, deutlich, aber gefühlvoll angenommen. Ein Höhepunkt der Tagung, Talkshow mit dem Schirmherrn der Gesellschaft, Alfred Biolek. Vor Jahren trug man ihm das Ehrenamt an. Er kam, sah und entschied sich spontan. Und das hat mich so beeindruckt, dass in diesen kleinen, verkrüppelten, unansehnlichen Körpern so unglaubliche Menschen stecken. Das ist eine wahnsinnige Erfahrung. Man sieht die und denkt erst mal, das ist ja wirklich, ja, wie viel Leben ist das noch? Und dann stellt man fest, es ist so unglaublich viel Leben. Teilweise mehr, als wir in unseren angeblich so gesunden Körpern haben. Und das hat mich wirklich umgehauen und deswegen habe ich dann Ja gesagt. Man zuckt erst mal so ein bisschen zusammen, wenn man ihn so reden hört. Ja, die Sprache ist schon ein bisschen älter. Ja. Würde ich so nicht formulieren. Ich glaube, wir haben verstanden, was er meint. Aber ich glaube, die Sprache hat sich geändert. Wie wichtig ist, dass sich so Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, und tun sie das ja mittlerweile auch genauso, aber das war zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da waren Sie zwar bei der Veranstaltung, wir haben Sie da gerade nicht gesehen, aber Sie waren dort auch anwesend. Wie wichtig ist, dass da Menschen in der Öffentlichkeit, auch Gildo Horn zum Beispiel, auch so eine Figur, die sich da dieses Themas annehmen? Ich glaube, wir müssen langsam an den Punkt kommen, dass nicht ständig nicht behinderte Menschen über das Thema sprechen, in der Öffentlichkeit dann auch so als Patron oder Schirmherrinnen oder Frauen dann darüber die ganze Zeit dann reden und dann auch mögliche Sendezeit den Menschen mit Behinderung nehmen, die ja selber dann auch sprechen könnten. Und da müssen wir jetzt an den Punkt kommen, dass vielleicht ein Tanschala so eine Art schon mehr von etwas wird. Ja, na gut, Sie sind ja da auch sehr, sehr aktiv, muss man sagen. Sie haben ja auch beim MDR die Sendung Selbstbestimmt. Da gucken wir auch mal rein. Das ist toll und auch sehr, sehr eindrücklich, wie Sie da Themen präsentieren. Ich möchte aber gerne noch mal so auf ein, zwei Dinge im Buch ansprechen, aber vor allen Dingen jetzt erstmal ins Telefon gehen, damit die Herrschaften nicht zu lange warten müssen, wie Frau Drexler zum Beispiel. Hallo, Frau Drexler. Hallo. Hallo. Ihre Frage bitte, Frau Drexler. Einen wunderschönen Tag. Und mich hat das Ganze emotional sehr berührt. Und ich würde gerne wissen wollen,
wie Sie darüber denken, ob in Schulen und Kindereinrichtungen genügend für Inklusion getan wird. Nein, es wird noch nicht genug getan. Es wird zwar immer mehr getan im Vergleich zu vielleicht vor ein paar Jahren, aber da ist noch ganz viel Luft nach oben, dass zum Beispiel auch Pädagoginnen, LehrerInnen mehr Kinder mit Behinderung in ihren Klassen haben sollten. Das ist leider Landespolitik. Bildungspolitik ist ja immer Ländersache. Und da müssen wir dann natürlich schauen, welche Parteien welche Argumente haben. Ich sag's mal so, je konservativer eine Partei ist, desto weniger tut sie für Menschen mit Behinderung. Ja, weil ich viele Kindereinrichtungen auch kenne, die eben halt gar keinen Zugang zum Beispiel für Rollstuhl haben. Genau, das müsste gesetzlich quasi verpflichtet werden. Da darf man nicht mehr sich einen schmalen Fuß machen, indem man sagt, oh, leider haben wir keinen Aufzug. Ja, da muss man halt einen bauen. Und das sollte, denke ich, schnellstmöglich passieren. Genau so. Frau Dexter, vielen Dank für den Anruf. Wir merken, dass Sie das sehr berührt, das Thema. Ich werde jetzt gleich mal Ihre Adresse aufnehmen lassen und dann schicken wir Ihnen das Buch dazu. Recht vielen Dank. Alles Gute für Sie. Tschüss. Tschüss. So, die Frau Drexler und die Frau Müller haben wir auch noch. Hallo, Frau Müller aus Eisenach, ich grüße Sie. Ja, hallo. Hallo, Ihre Frage bitte. Ich kann mich nur anschließen. Ich bin auch sehr berührt. Und vor allen Dingen möchte ich gerne von diesen jungen Mann wissen, wie reagiert er, wenn sogenannte normale Menschen an ihm vorbeigehen und ihn verspotten? Ich finde ihn ganz toll und sehr intelligent. Es könnten sich viele, viele da eine Scheibe abschneiden. Mhm. Kommt das überhaupt vor? Ist das ab und zu der Fall? Oder? Ich sag mal salopp so, das passiert nur im Internet bisher. Ja. Da gibt es ja dann doch den einen oder anderen Troll, die ich sehr wohl mitbekomme, aber natürlich keine Aufmerksamkeit geben möchte. In der Öffentlichkeit ist mir das bisher so eher weniger passiert. Witzigerweise wollen sehr viele Teenager inzwischen mit mir Selfies machen, weil ich einen TikTok-Account habe, wie wir auch vorhin im Einspieler gesehen haben. Und dann ist es eigentlich so eine Art die Autogrammkarte der Gegenwart, ein Selfie für TikTok. Das stimmt, das hat sich ein bisschen zu damals geändert. Frau Müller, vielen Dank, auch Sie bekommen das Buch von uns zugeschickt. Jetzt schauen wir mal rein in die MDR-Sendung Selbstbestimmt, in der Sie immer wieder Themen aufgreifen und kommentieren und entsprechend dann umsetzen. Mein Thema heute ist Kultur und Behinderung. Was wir Aktivistinnen für Inklusion und Barrierefreiheit manchmal vergessen ist, dass kein Gesetz und keine Verpflichtung eine Gesellschaft wirklich dazu bringt, die Vielfalt wertzuschätzen. Das Einzige, was das hinkriegt, ist Kultur. Zum Beispiel Kunst von behinderten Menschen. Es gibt Kunst von schwarzen Menschen, von queeren Menschen, die von Menschen, die weder schwarz noch queer sind, gemocht und gewertschätzt wird. Aber welche Kunst kennen wir eigentlich von behinderten KünstlerInnen? Und wo ist sie anzutreffen? Oft leider nur in Orten, die extra für behinderte Menschen gemacht wurden. Aber die wirkliche Wertschätzung von Kunst und Kultur kann man auch daran ablesen, wo sie ausgestellt wird. Zum Beispiel im MoMA oder in der Neuen Nationalgalerie. Tauchen hier KünstlerInnen mit Behinderung auf? Und wenn nein, warum nicht? Behinderten Menschen wird allgemein weniger zugetraut als Menschen ohne Behinderung. Und das gilt erst recht für die Kunst. Da wird ihnen dann gesagt, naja, mach doch lieber eine Ausbildung als Bürokauffrau, als dass du malen lernst. Dabei stecken so viele faszinierende Talente in behinderten Menschen genauso wie in Menschen ohne Behinderung. So vielfältig wie die Menschen im Leben sind, so vielfältig muss auch die Kunst auf Bühnen sein und in Museen und Ausstellungen. Es reicht nicht, eine Ausstellung zum Thema Vielfalt zu machen, wo dann möglichst vielfältige KünstlerInnen ausgestellt werden. Sondern wir müssen wirklich in den Mainstream gelangen. Und dafür braucht es eine ganz wichtige Sache. Empowerment behinderter KünstlerInnen und Künstler. Sie brauchen die Ausbildung, künstlerisch aktiv zu sein. Sie brauchen die Ateliers und Räume, wo sie ihre Künste lernen können und auch verfeinern können. Und sie brauchen ehrliche Kritik. Ehrliche Kritik, das sollte was Selbstverständliches eigentlich sein, ist es aber offensichtlich nicht, wenn Sie das so
Genau, sehr häufig werde ich für Dinge bewundert, die eigentlich normal sein sollten oder eben jeder andere Mensch kein Lob für bekäme. Mhm. Und dann zu erkennen, welche Dinge habe ich vielleicht nicht so gut gemacht. Da muss man schon sehr lange graben und sehr gute Freunde haben, die einem das dann sagen. Ja. Barrierefreiheit, ich habe es vorhin kurz angesprochen, ist ein Begriff, der viel mehr bedeutet als nur, wie komme ich in die Bahn rein oder wo ist der nächste Fahrstuhl. Das gibt auch, da habe ich jetzt auch durch das Buch gelernt, barrierefreie Kommunikation. Ganz kurz, was verbirgt sich dahinter? Also barrierefreie Kommunikation kann zum Beispiel bedeuten, dass wir Untertitel setzen bei Videos oder dass wir, wenn wir ein Foto von zum Beispiel Zitronenmelisse ins Internet stellen, jemand, der blind ist, das mitkriegen soll, dass wir dann eine Bildbeschreibung dazu machen. Barrierefreie Kommunikation kann auch bedeuten, der MDR bietet das ja auch an, Nachrichten in einfacher Sprache. Und so ist quasi alles, was mit Kommunikation zu tun hat, dann auch barrierefrei zu denken. Also auch viele andere Themen gibt es zum Beispiel behinderte Lust. Also behinderte Menschen werden in der Regel oft nicht als sexuelle Wesen betrachtet, schreiben sie. Warum ist das eigentlich so und was kann man dagegen tun? Also ganz witzig, oder was heißt witzig, traurig eigentlich, aber wildfremde Menschen fragen mich ernsthaft auf der Straße, ob ich Sex haben kann, bevor sie nach meinem Namen gefragt haben. Und das ist natürlich schräg, das würde man ja auch keinen anderen Menschen fragen. Intimer geht es ja gar nicht mehr. Ja, genau. Und das, glaube ich, liegt daran, weil viele Menschen sich das gar nicht vorstellen können, dass behinderte Menschen natürlich genauso Lust und Sex haben, jenseits von Fortpflanzung auch, sondern einfach auch Begehren, wie jeder andere Mensch auch. Und dass das einfach auch im Unterricht, im Sexualkundeunterricht gar nicht gezeigt wird, dass es in den Medien auch gar nicht thematisiert wird. Und wenn wir das in den Medien sehen, dann trifft immer eine Person mit Behinderung entweder eine andere Person mit Behinderung, also möglichst, dass die Mehrheitsgesellschaft damit nichts zu tun haben muss, oder aber sie trifft dann eine Person, die damit Geld verdient, also eine Prostituierte zum Beispiel oder ein Callboy. Und das ist natürlich auch nicht die Realität von Menschen mit Behinderung. Es ist ein Ausschnitt davon, aber es kann nicht der einzige sein. Ja, also das sind alles wahnsinnig spannende Aspekte und hilft vielen Menschen sicherlich auch einen etwas normaleren und einen völlig selbstverständlichen Umgang mit all diesen Themen zu bekommen. Noch ganz zum Schluss. Sie erleben ja täglich, dass Leute um sich herum irgendwie unsicher sind und nicht wissen, was sollen sie machen, wie sollen sie reden, was sollen sie Ausdrücke benutzen. Sind Sie davon eigentlich mittlerweile ein bisschen genervt oder tun Ihnen diese Menschen leid? Oder? Also ich glaube, die einzige Antwort, die wir darauf geben können, ist, dass wir nicht so viel über Aufklärung nachdenken und sprechen, sondern einfach miteinander die Begegnung haben. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass der ÖPNV barrierefrei wird. Wir müssen dafür sorgen, dass der ArbeitgeberInnen sich nicht mehr rausreden kann, einen Mensch mit Behinderung einzustellen mit der Aussage, wir haben keinen Aufzug oder es ist günstiger, die Ausgleichsabgabe zu bezahlen, sondern wir müssen einfach viel mehr zu einer Verpflichtung kommen, damit wir insgesamt den Umgang miteinander auch lernen, aber eben bei der Begegnung und nicht durch Aufklärung. Ja. Super. Also vielen Dank, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, es war ein wahnsinnig interessantes Gespräch. Wir hätten noch stundenlang weitermachen können. Ich kann nur sagen, Buch lesen, dann wissen Sie noch mehr. Und finde es beeindruckend, wie Sie auf dem Punkt sind, wie Sie sich da dieses Themas annehmen. Es macht sehr viel Spaß, mit Ihnen darüber zu sprechen. Vielen Dank für den Besuch. Und ich wünsche Ihnen weiterhin alles, alles Gute auf Ihrem weiteren Lebensweg. Danke, gleichfalls. Danke. So, und jetzt drehe ich mich um, weil der Jörg Heidermann nach